wieder wie fast angegossen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen, sensationellen Ausgabe von Tiny Tommy. Heute möchte ich euch mal ein cooles Gadget vorstellen. Und zwar so eine Art Zauberstab für Selbstverteidigung oder als Zaubershow-Element geeignet. Selbstverteidigung, dazu werden wir nachher nochmal kommen, warum es vielleicht nicht dazu so geeignet ist. Aber Leute, ich will euch nicht so lange auf die Folter spannen. So kommt das Paket aus China. Das packen wir jetzt erstmal aus und gucken uns das ein bisschen genauer an. Hier ist noch so eine kleine Plastikfolie, damit es nicht zerkratzt. So sieht der Gegenstand aus. Schlicht und unscheinbar, glitzert ein bisschen, damit das nicht sofort auffällt. Und hier ist dieser Mechanismus, den man nachher rausziehen muss. Oder wir werden das am besten mal ausprobieren. Wir müssen das einfach nur herunterdrücken. Und wow! Und schon können wir loslegen. Am besten für, ich weiß nicht, ob man das, obwohl von der Stabilität geht das eigentlich, so zum Schwingen auch. Lasst uns mal versuchen, ob wir damit ein paar Schwingübungen machen können. Und weil der Effekt so cool war, machen wir das gleiche nochmal. Also von der Stabilität geht das, aber zum Verhauen ist es nicht wirklich geeignet. Weil, wenn ihr das mal ein bisschen döller ausprobieren solltet, kommt dieses Resultat nämlich heraus. Und was will man damit anfangen? Richtig, gar nicht. Aber wenn ihr mal böse auf einen Teddy sein solltet, es reichen. Um das Ding wieder einzufahren, ist ein bisschen schwieriger, müsst ihr das Ganze ein bisschen zusammenschieben. Mit ein bisschen Kraft, ein bisschen drehen. Zack, zack, zack. Ist ein bisschen schwerfällig, was auch ein bisschen der Nachteil ist. Man kann sich da auch mit selber verletzen. Ja, ja. Ach, guck mal. Hier an dem Handschuh. Ich glaube, ich habe aber auch gleich nochmal eine andere Stelle zum Zeigen. Und ganz wichtig ist auch, es gehört nicht in Kinderhände, weil wenn ihr das loslassen solltet und das ins Auge springen sollte, ist es nicht ganz so lustig. So. Ja, gleich haben wir es geschafft. Hier haben wir diese kleine Stange. Die müssen wir nach oben drücken und hier fest reinpressen. Und schon sieht es wieder einigermaßen schick aus. Man könnte vielleicht ja auch theoretisch hier oben drauf drücken. Auf jeden Fall der Effekt, der hat sie, also der Effekt ist richtig super geil. Aber Freunde, wenn ihr das zu oft macht, wo haben wir das denn? Irgendwo hatte ich mich doch verletzt. Okay, naja, bei meiner Superpowerkraft war halt das schnell. So ähnlich wie bei Wolverine sozusagen. Und dann würde ich mal sagen, lasst uns zum Fazit kommen. Was macht der Bär auf meinem Platz?
Wir lassen uns doch keinen Bären aufbinden, oder was sagt ihr dazu? Womit wir jetzt auch bei meinem kleinen Fazit sind. Also ich finde diese Zauberstange durchaus gelungen. So als Verteidigung würde ich das jetzt nicht verwenden. Kostet 2-3 Euro, so ein kleines Teilchen. Und wenn ihr möchtet, verlinke ich euch natürlich wie immer den Link unten in die Textbox. Ihr könnt ja mal in die Beschreibung schreiben oder in die Kommentare schreiben, wie ihr das Teil findet. So als netter Gag ist es, meine ich mal, nicht so verkehrt. Aber als Spielzeug lasst die Finger bloß davon. Sonst kann man sich da echt ernsthaft verletzen. Wenn das ins Auge geht, dann könnt ihr euch eine Augenklappe bestellen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Euer Tiny Tommy.